Moin Moin, willkommen zu diesem neuen Video. Ich möchte um einem See, glaube ich heißt er, laufen. Hab hier an diesem Bunker geparkt und den schauen wir jetzt erstmal an und dann geht meine Tour auch los. Ich würde sagen, los geht's. Schauen wir doch gleich mal rein. Ich mach die Kette einfach wieder so hin, als wär's zu. Dann können wir den Bunker doch anschauen. Geil. Das ist mal Licht. Ich finde es auch echt krass, wie viele Räume das hier hat. Und es müsste eigentlich noch einen zweiten Stock haben, so hoch wie das ist. Vielleicht finde ich noch eine Treppe. Ah, okay, also hier geht's hoch. Ich hoffe, dass hier kein anderer drin ist und mich erschrecken will. Durch diese Tür, die ist zwar offen, aber da ist ein Gitter. Genauso wie hier hinten ist zu. Hier steht auch zum Beispiel Nordausgang. Und zum Arzt. Und ich sehe hier gerade, ich gehe jetzt nochmal hoch. Aber jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Hier ist ein Loch. Es ist halt auch noch ziemlich gut erhalten. Und ich glaube, die wollen das hier renovieren und daraus irgendwas bauen, so eine Sehenswürdigkeit, ein Museum oder sowas. Von daher ist es auch noch echt gut erhalten. Oh, hier geht's zur Herrentoilette. Ach. Hä? Das ist jetzt ein anderer Aufgang. Es gibt anscheinend zwei Treppenhäuser, krass. Oder bin ich blöd? Ich glaube, ich verlaufe mich hier drin echt. Das ist ein bisschen crazy gerade. So Leute, ich muss mal kurz was abchecken. Ich glaube, hier gibt es zwei Treppenhäuser. Also ich stehe jetzt hier, ne? Das Treppenhaus. Bei dem anderen Treppenhaus stand an dieser Wand dort zum Arzt. Und das steht hier nicht. Also wenn ich jetzt nochmal so rumgehe, geht es hier hoch. Und hier geht es hier hoch. Jetzt schauen wir mal einen Moment. Hier sind wir laufen. Ist hier ein anderes Treppenhaus. Denn hier stand nämlich zum Arzt. Krass. Das ist wie so ein Labyrinth, Alter.
Das fasziniert mich. Schaut mal her. Das ist das Treppenhaus, wo ich jetzt raufgegangen bin. Und hier drüben ist das andere Treppenhaus. Aber ich glaube, man kann von beiden zu beiden laufen hier oben. Schauen wir mal. Was ist denn hier für eine Kammer, Alter? Hat sie gebrannt oder warum ist hier alles so schwarz? Alter, das ist so creepy. Der Raum ist so groß und dunkel. Toiletten anscheinend. Genau, wie ich vermutet habe, kann man hier im Kreis laufen. Dann komme ich am anderen Treppenhaus wieder runter. Die Frage ist, gehen beide Treppenhäuser ins Erdgeschoss? Dann mache ich mich jetzt mal Richtung Ausgang. Wenn ich ihn finde, bei zwei Treppenhäusern, das verwirrt mich total. Ah, okay. Hier bin ich reingegangen. Hier ist noch eine Tür. Ja, jetzt muss ich halt nochmal raus. Und ich hoffe, mich sieht oder erwischt keiner. Und ja, da oben am Schild steht's. Anscheinend wird dieses Ding erneuert oder halt umgebaut. Finde ich cool, dass man solche alten Gebäude nutzt. War aber auch cool, dass ich es jetzt nochmal so sehen konnte. Hier ist nämlich der andere Eingang gewesen. Und jetzt bin ich auch schon einmal rum. Damit war's das mit diesem Bunker hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Daumen nach oben. Wenn nicht, dann halt nicht. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.